Mesdames et messieurs, sans plus attendre, et en avant-première, pour vous, voici Renault Kadjar. Nach dem Renault Captur ist der Kadjar das neueste Mitglied der Renault-Modellpalette, das für frischen Wind im Crossover-Segment sorgt. Sein robustes und doch elegantes Design wirkt selbstbewusst und ausgesprochen verführerisch. Die in die Scheinwerfer integrierten C-förmigen LED-Tagfahrleuchten führen die neue Renault-Signatur der Mittel- und Oberklasse fort. Die Schlussleuchten greifen diese Lichtsignatur auf, womit sich ein harmonisches Gesamtbild ergibt. Der Fahrerplatz des Kadjar ist klar strukturiert und die eingesetzten Materialien sind hochwertig. Dieser Crossover ist geräumig, hell und bietet allen Passagieren ausgezeichneten Komfort. Je nach Ausstattung unterstützt der Kadjar den Fahrer mit einer Vielzahl von Fahrassistenz- und Sicherheitssystemen. Auf dem neuesten Stand der Technik ist die passive Sicherheit. Wir erwarten 5 Sterne in der Euro NCAP-Wertung 2015. Ebenso auf dem neuesten Stand der Technik sind die angebotenen Benzin- und Dieselmotoren. Niedriger Kraftstoffverbrauch und geringe CO2-Emissionen zeichnen sie aus. Sowohl der Benzin- als auch der Dieselmotor können mit einem Schalt- oder Automatikgetriebe kombiniert werden. Der Renault Kadjar ist mit Zweirad- oder mit Allradantrieb erhältlich. Fahrzeuge mit Zweiradantrieb sind mit dem System Extended Grip ausgestattet. Diese moderne Traktionskontrolle reduziert den Radschlupf auf schwierigen Untergründen. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb stehen 3 Betriebsarten zur Verfügung: 2WD, Auto und Lok. Damit kann der Fahrer je nach Fahrsituation die ideale Übertragungsart wählen. Je nach Vertriebsland wird der Kadjar in 3 Ausstattungsniveaus und unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen angeboten. Dem Kunden stehen attraktive Farben zur Auswahl. Die Farbe bei Markteinführung ist Desirrot.